Hallo, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video hier aus meinem Reha-Tagebuch. Aktuell sind wir bei Tag 18 angekommen. Ich hatte gerade eben mein Abschlussgespräch mit der Stationsärztin, nachdem ich eigentlich um 9.30 Uhr den Termin gehabt hätte. Dann wurde der aber verschoben auf 10.30 Uhr und dann saß ich davon. Dann wurde der aber verschoben von 10.30 Uhr auf 11 Uhr und jetzt habe ich es endlich geschafft. Also, ja, es war aber ja, ein Standardgespräch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich wurde halt einfach nochmal grob gefragt, wie es mir gefallen hat, ob meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreicht wurden. Blutdruck wurde nochmal gemessen, es wurde nochmal auf die Narbe geschaut, es wurde nochmal der Bauch abgehört, abgeklopft, ob alles in Ordnung ist und noch so ein paar grundlegende Sachen ausgefüllt und unterschrieben. Zum Beispiel, dass die Dokumente an die Krankenkasse weitergeleitet werden, weil ich ja arbeitsunfähig hier aus der Reha entlassen werde, muss der Krankenkasse das auf schnellstem Wege mitgeteilt werden und das wird auch nicht per Postverfahren geschickt oder sonst irgendwas, sondern das wird direkt per Fax zu denen geschickt, damit das auch noch am gleichen Tag da ankommt. Weil das wohl, so wie es gesagt wurde, sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das war so das Abschlussgespräch. Jetzt gleich in 15 Minuten habe ich Reha-Gruppe. Und ja, da werde ich nochmal 20 Minuten ein bisschen Motoriktraining machen, ein bisschen Entspannung oder Muskeln aufwärmen, nenne ich es jetzt einfach mal, mit kleineren Übungen. Und ja. Dann ist mein Tag auch heute schon wieder gelaufen. Dann weiß ich noch nicht, was ich den ganzen Tag machen werde. Vielleicht gehe ich heute Abend mal in die Stadt oder morgen Abend in die Stadt, dass ich mal zwei, drei Bierchen trinke, damit ich das Wochenende relativ schnell rumbekomme. Werde ich auch das Frühstück für Samstag und Sonntag ausfallen lassen, aus dem einfachen Grund, dass ich dann versuche, länger zu schlafen, dass ich quasi im besten Falle bis zu Beginn zum Mittagessen schlafen kann und dann aufstehe und essen gehe. Das hat aber die letzten Wochenenden auch nicht funktioniert. Da bin ich nämlich meistens schon um 9 Uhr wieder wach gewesen. Und ja. Heute Morgen kam mir auch schlauerweise die Idee, wieso lade ich mir eigentlich für den Laptop keinen Super Nintendo Emulator runter und spiele halt einfach irgendwelche alten Super Nintendo Games. Die Idee kam mir natürlich heute Morgen, jetzt 4 Tage vor der Abreise oder 3 Tage vor der Abreise ist es natürlich, ja, es hätte mir auch früher einfallen können, weil nachdem ich nämlich versucht habe, die letzten paar Tage Spiele runterzuladen und zu installieren, zum Beispiel YouTubers Live habe ich versucht zu spielen, geht nicht, läuft nicht. Dann habe ich versucht, den Nachfolgeteil von Harvest Moon, Stardew Valley, ich habe keine Ahnung mehr, habe ich schon wieder deinstalliert, lief auch nicht, ja, und das ist nicht mal ein grafikanfordertes Spiel, aber es lief halt einfach nicht, weil der Laptop nur eine Onboard-Grafik hat, von dem Intel-Chipsatz, der da drin ist, und der Laptop halt einfach schon sehr, sehr alt ist. Ja, und deswegen werde ich mich jetzt einfach die Zeit vertreiben mit noch ein bisschen Super Nintendo Games, die paar letzten paar Tage. Und werde ich auch noch schaffen. Es sind ja jetzt noch aktuell 4 Tage, bis ich nach Hause fahre. Und werde ich schon irgendwie hinbekommen. Des Weiteren habe ich ja schon erzählt gehabt, dass dieses Ergometer kaputt gegangen ist und beziehungsweise auch nicht mehr repariert wird, wie ich eben erfahren habe. Das heißt, von den 2 Terminen, die ich täglich immer hatte, das war ja dann Ergometer, also Fahrradfahren und Reha-Gruppe, habe ich jetzt täglich nur noch eins und das ist nur noch Reha-Gruppe. Das ist natürlich sehr ätzend, dass jetzt dieses Fahrradfahren oder dieses Übersichtsfahrradfahren mit Herzfrequenzmessen fällt weg. Des Weiteren, ich darf nach wie vor noch Privatfahrradfahren gehen, weil die sind in einem anderen Raum. Das werde ich auch nachher noch tun, nochmal 20, 30 Minuten mich aufs Fahrrad hockeln und ja, schauen, wie viel Kilometer ich in 20 Minuten schaffe. Und dann ja, wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Und ja, wie gesagt, am Wochenende findet ja nichts statt. Und deswegen ist die Wochenendszeit immer sehr, sehr schwer rumzukriegen, finde ich zumindest. Mit ein bisschen Glück kommt mich am Wochenende noch ein Kumpel besuchen. Das weiß ich aber noch nicht, das steht noch nicht ganz fest. Das werde ich dann ja, am Wochenende erfahren, ob der kommt oder nicht. Und habe eigentlich sonst weiter gar nichts zu erzählen, außer dass ich euch noch einen angenehmen Tag wünsche. Hoffe, es hat euch wieder gefallen, das kleine Video. Vielleicht machen wir morgen wieder ein Video von außerhalb der Station, von außerhalb des Gebäudes, wollte ich sagen, nicht der Station. Und ja, bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch einen schönen Tag, lasst doch einen netten Kommentar da und würde sagen, ihr seht und hört mich morgen. Bis dahin, haut rein, bleibt geschmeidig.